Willi! Alles klar? So viele Fraktionsvorsitzende auf einem Haufen. Wir sind aus Hessen, aus Wiesbaden, aus dem Landtag, aber wir sind mit Zwischenstation in Erfurt. Dort haben wir eine gemeinsame Fraktionssitzung der Thüringer und der hessischen Landtagsabgeordneten gemacht. An die 20 Busse sind aus Hessen unterwegs hierher, sind aber noch nicht alle da. Die Darmstädter sind vorne noch festgehalten, die kommen aber allmählich dann zu Fuß hier rein. Landtag, zu der ich auch gehöre, ist hier, also alle 6 Abgeordnete. Naja, und ich hoffe, dass es erfolgreich ist. Wir haben ja letztes Jahr die traurige Erfahrung gemacht, dass hessische Busse auf dem Rückweg an Raststätten überfallen wurden und Menschen brutal zusammengeschlagen wurden von Nazis. Und das hat uns natürlich bestärkt, dieses Jahr mit sehr viel mehr Leuten noch herzukommen und dafür zu sorgen, dass die Nazis nicht marschieren können. Und deswegen blockieren wir hier. Deutlich machen, dass wir nicht zulassen, dass die Nazis das Gedenken missbrauchen. Sie wollen ja im Prinzip auf dem Rücken der Opfer des Bombenangriffes hier ihre menschenverachtende Politik machen. Und aus dem Grund ist es für uns ganz zentral, dass sie nicht durch die Stadt marschieren können. Wir wollen ihnen die Straßen, die Plätze in diesem Ort nicht überlassen. Und es ist gut, dass sehr viele hier sind. Und wir machen eine öffentliche Fraktionssitzung, die kann man uns nicht verbieten. Und wenn sehr viele Menschen sich hier hinten anschließen, dann werden die Nazis nicht durchkommen. Das ist unser Ziel. Also auch in meiner Heimatstadt Berlin versuchen mit schlechter Regelmäßigkeit Neonazis die Straßen zu besetzen. Und ich habe überhaupt kein Problem mit den Kollegen der FDP, der SPD und auch der CDU und der Grünen, so wie in den vergangenen Jahren, sei es in Treptow-Köpenick oder in Marzahn-Hellersdorf in meinem Wahlkreis zusammen. Diese Straßenkreuzung, die werdet ihr nicht betreten und auch nicht überqueren. Interessante und spannende Botschaft ist, dass die Nazis jetzt gerade über Lautsprecher verkündet haben, dass ihnen die Polizei mitgeteilt hat, dass sie nicht marschieren dürfen. Wir sollten weiter so machen. Der 13. Februar darf kein Demonstrationstag für Nazis in Dresden sein, sondern er muss nazifrei bleiben. No Pasaran!